Noch jemand Fischerin. Ihr merkt, ich mache jetzt gerade eine kleine Fischeroffensive, weil Fischer sind einfach die schnellsten Nahrungsbringer. Die können zwar nicht in allen Sachen verwendet werden, also in den Edelsteinminen zum Beispiel nicht. Oh, okay, jetzt hat er hier Bauarbeiter, das ist schlecht. Ich hoffe, die Soldaten kommen hier schnell genug hin. Ja, da sind schon einige, das ist gut für die Festung. Oh Gott, ihr dürft hier jetzt erst los. Ja, dann hoffe ich, dass ihr schnell genug da seid. Ah, der baut, macht schon die Wachhütte, der Sack. So, hier hätten wir schon mal die Grenzerweiterung. Schön. Oh, der hat die Wachhütte fertig. Hey, bitte, bitte lass den Wachturm hier stehen, sonst kotze ich im Strahl. So, oh, das Eisenbergwerk hat keine Ressourcen mehr. Das ist schlecht. Wir brauchen Eisen. Aber wir haben jetzt sehr viel Nahrungsmittel frei. Das ist wieder schön. Warte mal. Wir hatten hier unten noch Eisen, ne? Ja, sehr gut. Gebietsverlust. Ja. Nein! Ihr blöden Säcke. Nehmt das. Nur weil ihr zu langsam war. Toll. Ganz toll. So, hier werden jetzt einfach mal einige Steine angefordert. Mein Gott, jetzt fackel doch endlich ab, du blödes Ding. Oh, ich mache hier eine Festung hin. Ha! Ins Gesicht. Zack! So, Bretter fordere ich auch schon mal einige an, dass wir ein bisschen Puffer haben. Ach, ich blitz mir nicht. Ich habe doch hier noch ganz viele Eisenbergwerke. Warum habe ich die denn nicht erstmal? Ganz viele. Eins. Hey. Ich baue es mal auf, einfach nur um zu gucken, ob wir da überhaupt noch Eisen finden im Berg oder ob das schon alles gewesen ist. Können wir hier irgendwas Sinnvolles machen? Total der verbeschworene Steine. Ja, nett. Bier erzeugen. Okay. Was machen wir unsere Bierbestände? Oh, die sind sehr niedrig. Das sollten wir mal ändern. Wir erforschen mal diesen Zauber. Dann werde ich hier direkt auf Bogenschützen gehen. Der Lümmel klaut uns hier das Holz. Also, dass er uns die Ressourcen klaut, finde ich jetzt nicht so tragisch. Finde ich eher doof, aber ich finde es praktisch, dass er uns hier ganz viel Fläche frei macht. Das ging schnell. Und du hast keine Ressourcen. Gut zu wissen. Ich hatte es ja eh schon befürchtet, von daher passt's.
Ich glaube, das mit der Fischoffensive war nicht mal so verkehrt. Aber wir können hier oben noch weitere Fischer hinstellen. So, du findest hier nichts mehr. Das war's dann mit dir, mein Lieber. Du findest auch nichts mehr. Schade. Aber immerhin hast du uns ein bisschen Munition geliefert. Das war schön. Ach, guck mal, ich habe hier die Wachhütte zerstört. Oh, unser Salzbergwerk geht down. Das ist schlecht. Du genauso. Uiuiui, das ist nix. Das ist nix gut. Haben wir noch Salz nur hier rechts, ne? Hier haben wir Granit. Alles klar. Und wir kriegen jetzt hier den Anschluss hin. Sehr schön. Gebietsverlust an der Grenze. Dieser Lümmel. So, ich glaube, das Steine anfordern und das Brett anfordern können wir mal lassen. Wow, produziere ich gerade keine Steine? Moment. Ne, irgendwie nicht wirklich, ne? Ja doch, ich produziere Steine. Gut. Dann ist gut. Hier sind 17 Steine drin und hier viel Steine. Warum muss der von hier hinten kommen? Finde ich irgendwie doof. Aber gut, so ist das Spiel. Warenstau an einer Fahne. Ja, genau die Fahne. Ach, hier hinten auch. Oh, das ist schlecht. Aber warum ist hier Warenstau? Ach, wegen der Steinlieferung. Oh. Okay, da habe ich es jetzt ein bisschen mit übertrieben und dadurch leider ein bisschen alles gestört hier. So, ich warte kurz, bis das Ding steht. Weil ich will wissen, wie viel Grenze er mir kommt und ob ich dann hier noch einen Wachturm hinsetzen kann. Das wäre fein. Allerdings weiß ich es nicht. Nee, es passt leider nicht. Schade. Schade, schade, Herr Nomade. Hier nochmal ein Dialoge. Wir machen kurz hier einen Umweg, damit wir für die Holzproduktion diese Fahne hier umgehen können. Weil die leider gerade relativ viel blockiert. Ach guck mal, hier unten haben wir auch nochmal Salz. Schön. Sehr schön, das nächste Gebäude runtergenugt. Also solange der... Ach, wohl, wisst ihr was? Nee, ich baue jetzt hier einfach noch eine Festung hin. Der kann mich mal. Er viel Deutsch.
Wenn ich es schaffe, das Ding rechtzeitig... Oh, jetzt braucht er nur eine kleine Wachhütte. Nein. Das Blöde ist nämlich, dass in den Lagerhäusern keine Soldaten sein können. Vielleicht sollte ich hier meine Kaserne hinlegen. Das wäre eine pfiffige Idee. Festung ist fertiggestellt, also schön, dann schicken wir jetzt hier mal Bogenschützen hin. Ja, der wird das vorher fertig kriegen. Ich glaube, da habe ich mich verzettelt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber... Ich habe eine Ahnung, worauf es hinausläuft. So, das nächste Kohlebergwerk ist platt, das ist schlecht. Augenscheinlich bist du auch platt, denn du hast Essen, aber arbeitest nicht. So, dann fangen wir doch mal an, hier an der Kohle rumzuschrauben, beziehungsweise zu hacken. Ja, ich habe es befürchtet. Egal. Ist halt so. Schön, Bäume hat er mir geklaut. Soll er doch. So, sind die Bogenschützen hier schon an Bord? Nein, sind sie noch nicht. Jetzt sind die schon rüber. Ja, da kommen sie gerade. Perfekt. So, das hätten wir weggenugt. Zack. Und noch mehr Land geklaut. Schön. Ach, hier ist eine Sackgasse. Ja, schön. So, da haben wir Salz. Das ist wunderbar. Und da nehme ich an auch. Yes. Hier anfordern. Ja, sehr schön. Ich hole jetzt alle Soldaten hier rüber. Das ist doch... Ach, schön. Und dann sind wir hier direkt einsatzbereit. Oh, die große Soldatenwanderung hier. Wunderbar. Finde ich gut, dass man die auch anfordern kann. Ich mache ja auch mal Geologen, denn vielleicht finden wir ja hier irgendwo ein bisschen Gold. Das fände ich richtig fein. Kohle, Kohle. Eisen. Ach. Haben wir hier auch eigentlich einen Zauber, der Gold herstellt? Das finde ich fein, Aufdeckung, aber dafür, ja, dafür brauchen wir Golderz, was wir, glaube ich, nicht haben, oder? Haben wir? Ach, ein bisschen Golderz haben wir, das ist sehr schön. Na, guck, aber das, ihr Lieben, das sehen wir dann, würde ich sagen, erst beim nächsten Mal. Wir machen nämlich an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.